Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte mit dir ein bisschen rekapitulieren und das, was am häufigsten als Kommentar unter meinen Videos steht, ist, dass ich authentisch bin. Und viele von euch kennen mich vielleicht aus den Videos, wo ich über meine Zuckersucht berichte und daraus, wie ich mich davon befreit habe. Auch meine Rohkostzeit und alles Mögliche. Und ja, jetzt habe ich in den letzten 5 Monaten 10 Kilo zugenommen und ich will einfach, ja, ehrlich darüber berichten, warum ich glaube, warum das so passiert ist. Und ich mache dieses Video besonders für 3 Menschen, die auch gerade so in ihrem Leben hadern wie ich. Das ist einmal der Alexander. Hallo, lieber Alexander. Dann die Chantal, liebe Grüße Chantal, und der Arthur. Und für euch mache ich insbesondere dieses Video, aber auch für alle anderen Menschen, die gerade in der Umbruchphase sind, die gerade in einer schwierigen Phase sind, wo nicht immer alles so läuft, wie man das gerne möchte. Ich bin ja seit letztem Februar, seit 2017 Februar, quasi, wo ich mein Leben aufgegeben habe, mein bisheriges, Wohnung, Job, alles, weil ich nicht mehr meiner Existenzangst dienen wollte, weil ich nicht mehr in der Stadt alleine leben wollte, sondern in Gemeinschaft auf dem Land. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht. Und seitdem irre ich mehr oder weniger orientierungslos oder eigentlich immer mit Orientierung, aber nicht mit so einem großen, weiten Ziel durch mein Leben, durch die Welt. Und die letzten 5 Monate waren da besonders extrem, weil am Anfang hatte ich noch so einen Plan. Ne? Ich gucke mir Gemeinschaften auf dem Land an, das habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht. Und ja, der Winter war dann so, okay, ich verbringe ihn im Warmen, im Asien, weil ich sonst nicht weiß, wohin. Und wollte dann nach Bali, konnte dann nicht hinfliegen wegen dem Vulkanausbruch. Findet ihr alles als Videos, wenn euch das interessiert und ihr den Weg da noch nicht kennt. Ich habe in den letzten 5 Monaten war ich in 4 verschiedenen Ländern unterwegs. Ja, da war Indonesien, Thailand, Indien und Deutschland. Und ich war an mindestens 10 verschiedenen Orten. Und also mindestens, ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber so ungefähr. Das heißt, ich habe wirklich viele Ortswechsel hingelegt, ich habe viele Ernährungsumstellungen gehabt, weil ich in fremden Ländern war. Und gerade Java war ein großes Ding, irgendwie, weil da gab es fast nur Fleischstände, es gab keine einzelnen Obststände und ich bin ja da nur über die Insel gehuscht und war sehr, sehr schwer, mich da irgendwie rohköstlich vegan zu ernähren. Vegan habe ich dann noch hinbekommen, aber ich habe viele Kompromisse da gemacht. Und dann auf Bali, die Zeit war auch so, dass ich habe ja da nicht so richtig Anschluss gefunden. So, Bali war mein großer Traum, da mal hinzureisen, aber es hat irgendwie nicht gestimmt zwischen Bali und mir. Und ich habe dann quasi, ich war da in Ubud, in diesem tollen Rohkoststädele. Ich habe da quasi dann nur von Mahlzeit zu Mahlzeit gelebt. Ja? Also auch wenn das dann tolle, vegane, rohköstliche oder auch mal gekochte Sachen waren, aber halt wirklich, ich habe mich dann nur von Mahlzeit zu Mahlzeit gerettet, weil das war mein Lebensinhalt dort. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich einfach viel, viel mehr gegessen habe, als ich eigentlich bräuchte. Ja, und dann auch in Thailand und einfach insgesamt diese ungewisse Zeit, wie es jetzt weitergeht und ja, überhaupt so in meinem Leben. Und das war schon herausfordernd, ganz vieles. Ich habe dann auch wieder angefangen, Zucker zu essen, auch gerade in Indien. Es war schon möglich, in Indien auch vegan mich da in dem Ashram zu ernähren. Aber die Verführung war schon sehr groß, weil es auch wirklich emotional sehr anstrengende Prozesse waren, die ich da durchgemacht habe. Einfach, was da so aufzuarbeiten gab oder die Situation dort in dem Ashram, mich da einzuleben und in einer völlig fremden Welt, in einer völlig anderen Kultur anzukommen.
Das sind schon sehr intensive Prozesse. Besonders wenn du wie ich irgendwie so dich stark mit dir selbst konfrontierst und einen hohen Anspruch an dein Leben hast, dann kann das schon sehr herausfordern. Und ich habe dann halt viel emotional gegessen, also kam irgendwie Kilo für Kilo dazu. Ich wollte dann da auch einfach Teil sein und mit den Leuten irgendwie mich verbinden. Und ich habe dann zwar schon auch meine Obstmahlzeiten gehabt, aber es war auch einfach schön, mit den anderen Menschen zusammen zu essen. Da so viel weniger auf diesem Weg sind, wenn du in der freien Welt unterwegs bist, es ist da etwas herausfordernder. Und so kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich esse wieder Zucker, ich ernähre mich manchmal auch wieder vegetarisch, also Käse, Butter, Milch. Ich habe gemerkt, dass in Indien, wo ich da war, in dem Ashram, dass es gibt diesen Weg über die Ernährung sozusagen zum inneren Wohlgefühl zu kommen. Aber da gehört auch noch viel mehr dazu. Die Seele muss da irgendwie hinterherkommen und diese ganzen Prozesse, da gibt es einfach noch ja, auch andere Wege über die Meditation, über die Begegnung. Und ich habe da mich entschieden, die Ernährung, also mein hohes Level, ein bisschen runterzuschrauben und um einfach lebensfähiger zu sein in einem größeren Teil der Welt. Und die letzten 5 Wochen habe ich ja einen Gemeinschaftskurs verbracht, dann in Deutschland im ZEG. Und das waren auch sehr intensive Prozesse. Und da wurde für uns dann gekocht, genauso wie in dem Ashram in Indien. Und das ist dann einfach wirklich sehr schwer für mich gewesen, da dies aufrechtzuerhalten. Und auch wenig Bewegung. Ich habe mich in den letzten 5 Wochen wirklich sehr, sehr wenig bewegt. In dem Ashram, das war ein kleiner Ort, im ZEG, das war einfach wenig Zeit, so die wir Freizeit hatten. Aber es ist auch eine Ausrede. Also ich hätte auch laufen können oder Fahrrad fahren können. Aber es war dann einfach andere Sachen, Priorität. Ihr merkt, ich schaue manchmal so ein bisschen runter, also da ist auch viel Scham dabei, dass ich es nicht hinbekommen habe, dieses Level irgendwie zu halten. Ich war sehr stolz darauf, das 2 Winter hinzubekommen, mein Gewicht zu halten und da weiterzumachen. Und es war sozusagen nach diesem Retreat mit Tobias im letzten November, war ich sozusagen so runter auf 69 und jetzt, wo ich bei meinen Eltern bin, habe ich mich wieder gewogen. Und es passiert auch so fast unbemerkt, weil die Kilos sich so überall verteilen und nicht an einer Stelle besonders sind. Ich habe schon gemerkt, die Klamotten werden wieder enger. Aber dass es jetzt 10 Kilo sind, die ich da sozusagen mir angefuttert habe, das war mir nicht klar. Und ich möchte auch jetzt, wenn ich die nächsten 5 Monate am festen Ort sein, einfach wieder mehr für meinen Körperwohlgefühl tun. Und ja, meine Seele auf andere Arten und Weisen nähren. Also ich denke schon, dass diese vielen Ortswechsel da ein großes beitragen, auch einfach die ganze unsichere Situation. Die ist jetzt ja auch noch nicht vorbei, aber die nächsten 5 Monate werde ich einfach mehr Ruhe haben und mich einlassen können, mich tiefer sinken können in den Ort und auch wieder mehr bei mir ankommen und so mehr zentriert, wo ich irgendwie so hin möchte. Und ich sehe das aber auch wirklich so als Phase, wie das halt manchmal im Leben so ist, wenn man jetzt nicht so ein geradliniges Leben hat. Aber das ist einfach mein Bericht mal dazu. Ich überlege, ob ich da eine offizielle Challenge draus mache, dass wir gemeinsam, alle die wollen, da einfach nicht, weil Frühling ist und weil jetzt die Bikini-Figur kommt, sondern bei mir geht es echt so darum, meine Knochen zu entlasten, mich wieder wohler zu fühlen und diese Last wieder loszulassen. Ja, dieses Gewicht wahrscheinlich auch, was mich so am Boden gehalten hat, um ja, durch diese Phase durchkommen zu können, damit ich nicht wegfliege. Und
ich lasse es mal dabei und halte dich auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Das ist erstmal der Stand zu diesem Thema und bis ganz bald. Hier mache ich jetzt mal gleich noch zwei Videos hin. Kannst du dir vielleicht auch anschauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!